Ja, und noch einmal hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Mein Name ist Matthias oder auch Matti genannt. Und ich möchte euch jetzt wieder etwas über Teamspeak zeigen. Diesmal geht es auch wieder mehr um den Klienten, um den Server und den Klienten. Ich möchte euch nämlich beibringen, wie man die sogenannten moderierten Channel macht. Ihr findet meine Tutorials halt auch auf dem Sponsorboard, sponsor-board.de. Da habe ich auch noch viel mehr Tutorials drauf geschrieben. Da findet ihr vielleicht noch das eine oder andere nützliche. Das hier ist nur ein einziges. Oder meine komplette Tutorial-Reihe mache ich auch in einem in einer Playliste. Naja, kommen wir zu den moderierten Channels. Was ich erstmal machen will, ist, ich logge mich noch einmal mit meiner zweiten Identität ein, damit wir hier nochmal einen Gast haben. Und was wir jetzt erstellen möchten, ist ein Channel, in dem nur ausgewählte Leute sprechen können. So, wir erstellen also mal einen Channel, machen den permanent und schreiben hier eine benötigte Talk Power rein. Ich sag einfach mal 50. Oh, Channel-Namen wäre auch ganz gut. Wir nennen den mal moderiert. Channel created. So, jetzt ist ja auch ein M für moderiert hinter. Da können wir mal reingehen. Für uns, Moment. Sound resumed. So sieht man es jetzt vielleicht. Ich kann hier nach wie vor drin sprechen. Wenn ich jetzt mal auf den anderen drauf gehe. Channel joined your channel. Dann seht ihr, dass der hier drin nicht sprechen kann. Hier ist ein deaktiviertes Mikrofon drin. Das liegt daran, wenn wir, ihr habt wieder hoffentlich Einstellungen, Optionen, Anwendungen, fortgeschrittenes Rechte-System aktiviert. Dann müsst ihr nämlich jetzt einmal auf Rechte, Servergruppen gehen. Und hier findet ihr jetzt die Talk Power. So, Talk Power um zu sprechen. Habe ich als Mitglied der Super-Admin-Gruppe 75. Wenn wir hier jetzt also den editieren, wir setzen auf 76, Channel edited. Kann ich hier drin auch nicht mehr sprechen. Jetzt seht ihr, meine Lampe bleibt aus und der ganze Kram. Also stellen wir es wieder schnell auf 75. Channel und jetzt edited. Kann ich hier drin auch sprechen, weil ich eine Talkpower von 75 habe. So, wenn ich jetzt auch möchte, dass dieser Gast sprechen kann, dann gehe ich mal auf den Gast und wir sehen, dass der gar keine Talkpower hat. Wir geben ihm also mal Mitglied. Warum hat ein Mitglied keine Talkpower? Geben wir dem hier mal 50 für die Mitglieder. Und wir stellen das hier einmal auf 50 runter. Channel so, edited. Sobald ich ihm jetzt die Gruppe Mitglied gebe, werdet ihr sehen, dass er wieder sprechen kann. So, jetzt kann er labern. Microphone muted. Sound resumed. Sound muted. Tut mir leid, den ganzen Sounds hier. Aber ich muss ja mal ein bisschen hin und her wechseln. So, jetzt kann ich hiermit auch sprechen. Sobald das hier halt jetzt über 50 geht, kann ich als Mitglied da nicht mehr sprechen. Dann könnten nur noch die Server-Admin sprechen, wenn es halt zwischen 51 und 75 ist. Naja, das wär's dafür soweit. Es gibt jetzt hier noch eine Kleinigkeit, die ich gerne zeigen möchte. Und zwar, wenn ich hier wieder den Channel editiere und ich setze ihn jetzt mal auf 51. Your channel was edited. So, jetzt kann dieser Benutzer, also meine Mitgliedsidentität, kann nicht mehr sprechen. Ich schon, er nicht. Ich muss jetzt nicht unbedingt in den Rechten von irgendwelchen Servergruppen rumwühlen, damit er labern kann. Wenn er mich zuquatschen will, können wir auch einen Rechtsklick auf ihn machen. Und wir können hier Talk Power vergeben anklicken. Talk Power granted. Habt ihr jetzt gehört? Talk Power granted. Er hat hier jetzt so ein Mikrofon, das ist jetzt eine Art temporäre Einstellung. Bedeutet, wenn er nächstes Mal wieder draufkommt, muss man ihm das Recht erstmal wieder verpassen. Ja, und jetzt kann er da drin reden. Es gibt jetzt noch eine letzte Möglichkeit. Tut mir leid, muss ich jetzt ein bisschen reinschneiden. Die habe ich vergessen zu erwähnen, und zwar die sogenannten Channel-Gruppen. Ich habe mich hier auch schon mal zum Voice gemacht. Ich erkläre euch das einmal nochmal genau. Es gibt hier noch die Möglichkeit, diese Channel-Gruppen zu setzen. Und zwar Voice, Operator und Channel-Admin. Voice ist im Endeffekt nur dafür da, Talk Power zu haben. Es hat standardmäßig 25 und ist halt eine temporäre Gruppe, bedeutet auch, genau wie bei dem Talk Power vergeben hier, kann man oder wird das bei dem nächsten Login wieder gelöscht. Der Operator kann auch Talk Power vergeben, also kann, falls jemand Gast ist und möchte mal kurz sprechen, darf der
einen Rechtsklick auf ihn machen und kurz auf Talk Power vergeben drücken. Das gleiche ist mit dem Channel Admin. Man sieht ja auch, die haben eine sehr hohe Talk Power. Die haben eine mittelmäßige Talk Power, Voice sehr niedrig und Gast kann nur reden, wenn keine, wenn der Channel nicht moderiert ist. Das wäre es soweit, denke ich mal, erstmal, was man über Talk Power wissen muss. Es ist auf jeden Fall sehr nützlich, wenn man eine Konferenz hat und man hat ein paar Zuhörer oder ich sag mal, ihr habt vielleicht einen Clan-War und da wollen sich Leute das anhören, aber dann könnt ihr das ja einfach so einstellen, dass nur die Leute, die auch tatsächlich am Spielen sind, auch reden dürfen, damit sie in ihrer Konzentration nicht gestört werden. Für solche Kleinigkeiten ist das halt da. Ja, Kritik und Wünsche bitte wie immer an admin@menti.de und könnt mich gerne abonnieren, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich das nächste Tutorial wieder schreibe. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.